Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Wir sind hier immer noch im westlichen Himmelsrand unterwegs mit der Quest Die Graue Schar. Ich lese mal den Queststatus vor. Großkönigs Wagram weigert sich, etwas zu unternehmen. Deshalb hat Svana entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Mit Fenorians Hilfe will sie eine Strategie entwickeln, um sich gegen die Graue Schar zu wehren. Wir müssen die Lager der Grauen Schar untersuchen, um mehr über die Medaillons des Eisgrabzirkels herauszufinden und verfeinertes Nirnwurzgebräu zu finden. So sollte Fenorian eine Verzauberung erschaffen können, die uns gegen die Grabenstürme schützt. Wir müssen auch herausfinden, welchen Plan unsere Gegner letztendlich verfolgen. Jo, ich zeige euch nochmal ganz kurz die Befehle der Grauen Schar. Ich habe das zum Ende der letzten Folge vorgelesen. Falls ihr es nochmal durchlesen wollt, könnt ihr das jetzt mit der Pausetaste tun. Nochmal vorlesen tue ich es jetzt allerdings nicht. Gut. So, dann reden wir mal mit Svana. Nein, ich will nicht. Befehle von Rada al-Saran. Seine Worte lassen mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ihr Plan für Einsamkeit könnte sogar noch schrecklicher als ein heftiger Angriff sein. Wir müssen zurück und herausfinden, wo genau dieser Niederhain liegt. Ihr meint wirklich, dass Einsamkeit in Gefahr sein könnte? Ihr habt gesehen, was in Kilkriad und in Kardvard geschehen ist. Was auch immer sie für Einsamkeit geplant haben, klingt wesentlich schlimmer. Ich wünschte nur, wir wüssten mehr über diesen Rada al-Saran und seine Ziele. Bei ihm klingt es so, als würde er seine Armee als Familie betrachten. Eine Familie von Monstern. Wer hätte je gedacht, dass Vampire und Werwölfe zusammenarbeiten? Mal ganz zu schweigen davon, dass sie wie Brüder und Schwestern sind. Das ist doch unnatürlich. Hoffentlich bringen uns die gefundenen Befehle einen Vorteil. Ich bin froh, dass ich mich in Schwarzweite umsehen durfte. Aber ich kann es nicht erwarten, die Sonne und den Himmel zu erblicken. Ganz gleich, wie groß diese Höhlen auch sein mögen, es fühlt sich immer noch so an, als wären wir hier unten lebendig begraben. Ja, ich verstehe, was du meinst. Was muss ich noch tun? Wir sind hier heruntergekommen, um herauszufinden, was die Graue Schar plant. Doch Fenn braucht immer noch eine Probe des verfeinerten Niederwurzgebräus und Informationen darüber, wie die Medaillons erschaffen werden. Helft Fenn und Lyris bei den anderen Lagern. Dann treffen wir uns in Einsamkeit. Wir haben Informationen über die Medaillons und das Nirnwurzgebräu. Ich sag immer Nirnwurz. Niederwurzgebräu. Fenoran und Lyris werden uns in Einsamkeit treffen. Dann sind wir hier fertig. Ich hoffe, wir haben genug gefunden, um die Bedrohung durch die Graue Schar zu beenden. Ich werde euch am Blauen Palast treffen. Viel Glück, meine Freundin. Jo, das heißt, Queststatus ist jetzt, geht zu Svanas Gemächern in den Blauen Palast. Gut. Dann machen wir es uns leicht. So, Teleport. Oh, ich hätte mir erstmal die Schränke anschauen sollen, naja. Ach, ich nehme mal einen Schluck von meinem Misteltee. Lecker ist er ja nicht, aber hoffentlich gesund. Oh, mit so einem langen Ladebildschirm habe ich nicht gerechnet, sonst hätte ich euch das hier schnell vorgelesen. Aber wird sich nicht mal lohnen. Ich weise mal auf die Windmühle oben auf in Einsamkeit hin. Das ist nämlich der Antrieb für den Fahrstuhl, den es hier nach unten gibt zum Hafen. Ich habe heute eine einzigartige Gelegenheit zu gelehrter Forschung. Und da ist er ja, der blaue Palast. So circa 1000 Jahre vor der Skyrim-Ära. Oh, was ist denn hier los? Seltener Anblick. Krass. Kann das sein, dass der Server heute noch abkackt? Das ist nicht normal.
Jetzt haben wir es hier gleich wieder mit Lachs zu tun. Schätze ich mal. Ja, natürlich. Kennen wir schon. Das ist immer hier. Hier muss es einen Konstruktionsfehler geben, der diese Lachs auslöst. Das ist nicht normal. Da kannst du direkt damit darauf wetten, dass wenn man hier reinkommt, dass es so ist, wie es ist. Also, können wir uns jetzt gegen die Gramstürme verteidigen, oder was? Das Elixier sollte tun, was wir brauchen. Sofern weder Fenorian noch ich einen Fehler gemacht haben. Nicht so negativ, Mjolin. Das Elixier wird wirken. Ihr werdet schon sehen. Ja, dann erzähl mal. Oh gut, ihr seid zurück. Mjolin und ich haben verschiedene Methoden besprochen, um aus dem, was wir haben, ein Schutzelixier zu brauen. Ich will nicht zu optimistisch sein, aber ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, wie man sich gegen die Gramstürme verteidigen kann. Sagt mir, was ihr denkt. Die Graue Schar setzt eine instabile Mischung aus Alchemie und Hexerei ein, um die Gramstürme zu erschaffen. Ein arkanes Ritual und das Niederwurzgebräu konzentrieren die Macht jedes Gramsturms durch die vorbereiteten Hexendorne. Einfallsreich. Aber wir können uns das zunutze machen. Wie können wir uns das zunutze machen? Wir können das verfeinerte Gebräu als Grundlage unseres Elixiers verwenden. Da wir nun verstehen, wie die Gramstürme erschaffen werden, können wir dieselben Komponenten verwenden, um die schützenden Eigenschaften des Medaillons zu replizieren. Wir müssen nur die nötigen Komponenten sammeln. Wie kann ich helfen? Svanas Verbündeter, Mauk, wird die meisten Vorräte beschaffen, die ich brauche. Aber es gibt noch eine letzte Zutat, die erforderlich wäre. Aus verschiedensten Gründen kann ich die Halle der Toten nicht einfach so betreten und sie mir selbst holen. Ihr müsst für mich Arkais Weihöl besorgen. Ja, ich nehme an, dass du anfällig bist für Arkais Weihöl, stimmt's? Ein heiliges Weihöl, das mit einem Gott in Verbindung steht, der durch die Kaiserlichen an Beliebtheit gewonnen hat. Die Priester verwenden es bei bestimmten Zeremonien in der Halle der Toten zum Schutz gegen Nekromantie und Untote. Wir brauchen dieses Öl, um unser Elixier herzustellen. Ja, dann ist es kein Wunder, dass du da nicht rein kannst. So. Fenorian braucht Arkais Weihöl, um sein Elixier fertigzustellen. Ich sollte welches in der Halle der Toten in Einsamkeit finden können. Dann machen wir das. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ich treffe euch an der Halle der Toten. Jo. Mauk, stellt den Humpen weg und besorgt die Vorräte, die Fen braucht. Ja, eure königliche Damenschaft. Aber den Humpen nehme ich mit. Vorsichtshalber, ne, dass der nicht abhanden kommt oder dass ihn jemand anders leert. So, die Lachs haben sich gelegt. Aber das ist echt merkwürdig. Das muss ein Konstruktionsfehler sein hier im Blauen Palast. Weil sobald du durch diese Tür durchkommst, hast du die Lachs. Und nach einer ganzen Weile legt sich das. Wahrscheinlich lädt das Spiel die ganze Zeit irgendwas nach. Grafik zum Beispiel oder Texturen. Was ist? Ja. Wo muss ich überhaupt hin? Ah ja, da, okay. Da ist die Halle der Toten auch in Skyrim zu finden, ist ja. Prinzessin Svana, was kann ich für euch tun, eure Hoheit? Hört meiner Freundin zu, Hohepriester. Wir brauchen eure Hilfe. Aber nur um die Befallenen wegzusperren. Ich bin überrascht, die Prinzessin hier zu sehen. Euch fällt sie... Was hat mich denn jetzt unterbrochen, Kruzimuckel? Ich bin überrascht, die Prinzessin hier zu sehen. Euch fällt sicher auf, dass es wegen der Flüchtlingsströme an diesem Ort noch betriebsamer zugeht als sonst. Gibt es etwas, was ich für Prinzessin Svana tun kann? Wir brauchen etwas von Arkais Weihöl. Weihöl? Seltsam. Das ist das zweite Mal heute, dass jemand nach Arkais Salbungsbalsam fragt. Schwertane Udlet kam vorhin mit einem Edikt des Königs und verlangte unseren ganzen Vorrat. Wie wir ohne es die Toten weihen sollen, ist mir schleierhaft. Warum sollte Großkönig Svagrim das ganze Weihöl wollen?
Der Schwerttaner hat es mir nicht gesagt, doch er erwähnte, dass der Großkönig es für die Verteidigung von Einsamkeit braucht. Es tut mir leid, dass ich den Wunsch der Prinzessin nicht erfüllen kann. Die Lage ist schlimm genug bei all diesen Flüchtlingen, die hier unter den Toten Zuflucht suchen. Wisst ihr, wohin der Schwerttaner Arkais Öl gebracht hat? Der Schwerttaner hat das Öl nach Castel Trutz gebracht. Dort werden in Zeiten des Zwists alle Vorräte für eine Belagerung gesammelt. Okay. Ich bete darum, dass Großkönig Swagrim die nötige Geduld und Weisheit geschenkt wird, um uns durch diese Krise zu führen. Erzählt mir mehr über Castel Trutz. Das Fundament von Einsamkeit wurde mit dem Bau von Castel Trutz gelegt. Es ist das älteste Gebäude der Stadt und am besten zu verteidigen. Ich habe versucht, die Flüchtlinge zur sicheren Unterbringung dorthin zu verlegen, doch meine Anfrage wurde abgelehnt. Der Großkönig hat andere Pläne, vermute ich. Okay. Hat mein Vater eine Möglichkeit gefunden, um das Weihöl gegen die Graue Schar einzusetzen? Vielleicht tut er doch mehr, als ich dachte. Der Schwerttaner hat mir schon in der Vergangenheit geholfen. Er wird vernünftig sein. Sagen wir ihm, was wir brauchen. Ich kann mir vorstellen, dass dein Vater uns sabotiert. Wir wissen ja, dass der fremd beeinflusst wird. Das heißt, wenn der genauso wie wir herausgefunden haben, was dieses Weihöl macht und tut, dann versucht er es vielleicht aus dem Verkehr zu ziehen. Halt! Castel Trutz ist Prinzessin Svana. Schwerttaner, es ist dringend. Meine Freundin wird alles erklären. Tja, was so eine Prinzessin alles an Türen öffnet. Ich habe gerade keine Zeit für die Neigungen und Flausen der Prinzessin. Der Großkönig, wir kommen mit den vielen Aufgaben kaum hinterher. Also fasst euch kurz und lasst mich wieder an die Arbeit. Der Hohepriester sagt, er hätte das ganze Weihöl mitgenommen. Die Prinzessin braucht etwas davon. Meine Befehle vom Großkönig waren eindeutig. Den ganzen Vorrat des Weihöls aus dem Tempel der Göttlichen hier in den Mauern von Castel Trutz einlagern. Was in Shors Namen hat die Prinzessin überhaupt mit dem Weihöl vor? Es gibt ein Elixier, das gegen die Gramstürme schützt, doch man braucht dafür das Weihöl. Schutz? Wirklich? Ich habe jetzt schon mehr Gramvolle als Soldaten und jeden Tag treffen neue ein. Trotzdem würde es gegen das Edikt des Königs verstoßen, euch das Öl zu geben. Wenn ich aber einen Augenblick meine Augen abwende, würde ich kaum bemerken, wenn ein Krug verschwindet. Verstanden. Nehmt Arkais Weihöl. Ein Krug mit Weihöl, es fühlt sich warm an und der Inhalt schimmert in einem außerweltlichen Licht. Eine einzige Flasche? Ist besser als nichts. Dann wird damit auskommen müssen. Bringen wir sie... Schwerttane! Warum wurde... Meine Befehle waren eindeutig, doch meine Tochter betritt nach Belieben den Grund des Kastells. Was will sie, Schwerttane? Wir wollten Unterstützung anbieten, Vater. Schwerttane, wie können wir helfen? Utlet hat alles fest im Griff, Kind. Auch wenn ihr Gutes im Sinn habt, würdet ihr unsere Bemühungen nur behindern. Geht! Der Schwerttane braucht meine Tochter und ihre Stiefelknechte nicht. Okay, das hat Svana ja gut gemacht. Notlüge, ne? Irgendwie. Naja, so ganz gelogen war's nicht. Wir helfen ja wirklich. Und los geht's! Hotli, 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 tütütütütütüt. So, stellen wir uns wieder den Lachs. Ja, ich meine, dieser eine Krug, den wir jetzt geholt haben, reicht wenigstens für einen Prototyp. Das ist doch besser, als wenn wir jetzt gar nichts erreicht hätten. Ja, ja. Schon klar, dass es hier wieder lag. Das ist echt wie verhext. Wie gesagt, ich halte es für einen Konstruktionsfehler. Wenn's bereit ist, probiere ich das Elixier aus. Wie ihr wünscht, Lyris. Ah, da kommen sie schon.
Ihr habt das Weihöl? Gießt es in den Kessel. Ja, die perfekte Mischung. Wir können es ausprobieren. Kommt, reden wir. Wer ist wir? Ich kann's mir denken. Nach dem Hinzugeben des Weihöls ist das Elixier nun fertig. Ehe wir genug davon herstellen, um es an die Leute im westlichen Himmelsrand zu verteilen, müssen wir es testen. Ich habe Vertrauen in meine Arbeit. Doch wir haben es hier mit immensen Kräften zu tun. Wie habt ihr vor, das Elixier zu erproben? Wir können nicht abwarten, bis der nächste Gramsturm losbricht. Doch das, was ihr und Svana in Schwarzweite erfahren habt, könnte helfen. Ihr habt gehört, dass Exarch Ulfra die Gramsturmrituale an einem Ort namens Niederhain erprobt. Dorthin reisen wir und lassen Lyris das Elixier trinken. Genau. Die Befehle erwähnten, dass der Niederhain in einem uralten Hügelgrab verborgen ist. Besser Lyris als ich teste das Zeug. Während meiner Erforschung von Schwarzweite bin ich auf eine uralte Begräbnisstätte gestoßen. Einen Ort, den man Mitnacht-Hügelgrab nennt. Der Niederhain muss in diesen Ruinen sein. Sobald ihr dort seid, müssen ihr und Svana aus der Entfernung Wache halten, während Lyris in den Sturm tritt. Ich schätze, wir reisen zum Mitternacht-Hügelgrab. Wie ich das sehe, ist das Mitnacht-Hügelgrab in ferner Vergangenheit nach Schwarzweite hinabgesunken. Und irgendwo darin finden wir den Niederhain. Das zerstörte Hügelgrab liegt in der lichtlosen Tiefe im nordwestlichen Teil der Höhle. Wir treffen uns dort. Frischt meine Erinnerung auf. Wie werden wir das Elixier testen? Wir suchen uns einen gerade wütenden Gramsturm im Niederhain. Oder ich versuche selbst einen zu erzeugen. Dann tränkt Lyris das Elixier und setzt sich der finsteren Magie aus. Und wir warten ab, um zu sehen, was geschieht. Klingt riskant, ja. Sehr riskant. Doch es ist auch unsere beste Chance, den Gramstürmen etwas entgegenzusetzen und uns gegen die graue Schar zu wehren. Entweder Lyris übersteht es, oder sie wird in eine Gramfalle verwandelt. Oder einen Gramunhold. Das wäre auch möglich. Na, das sind ja reizende Aussichten. Lyris, bist du dir sicher, dass du... Schon wieder Schwarzweite? Und ein Fläschchen mit einem faulig stinkenden Elixier wartet darauf, in einem Zug geleert zu werden? Welch Freude. Ja, wie gesagt, besser du als ich. So. Wir wollen uns am Mitnacht-Hügelgrab in Schwarzweite treffen. Sobald wir dort sind, müssen wir den Niederhain finden, um Fenorians Elixier auszuprobieren. Jo, wo muss ich denn dazu genau hin? Was ist das denn? Hä? Mitnacht? Gibt ja gar keinen Sinn. Ja gut, von hier aus. Ich muss erstmal raus aus dem Zimmer hier. Hier sehe ich nicht, wo ich hin muss. So. Ich wollte eigentlich direkt da jetzt hinporten, so nah wie es halt geht. Aber ein bisschen schwierig. Mit dem Amok laufen. Was? Das ist doch kein Hügelgrab. Was soll denn das hier? Mitnacht-Hügelgrab. Na gut. Ich wollte es mal gerade leicht machen. Aber dann halt auf die umständliche. So, Mitnacht-Hügelgrab. Ich dann vermutlich hier irgendwie. Jetzt gehe ich erstmal in die Schwarzweite rein. Da sehe ich hoffentlich einen verwertbaren Questmarker. Die Kavernen unter dem westlichen Himmel, ja. Ich habe hier immer noch keine gescheite Anzeige. Da habe ich irgendwas. Schere rein, sie. Versuchen wir es. Ja.
Aber die Questmarker für Schwarzweite, die haben schon immer irgendwie ja, Blödsinn angezeigt. Irgendwie sind die zickig. So. Trolle, troll dich. Ja. Ah, da ist Miri. Sehr gut. Vic, ich hoffe, ihr seht zu. Wer ist immer dieser Dick, den sie erwähnt? Darauf. Bitte, 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 zwingt mich nicht, das zu tun. Karte. Ihr und Fenn bleibt hier, bis wir den Weg in den Niederhain freigemacht haben. Gut. Braucht nur nicht zu lange. Bleib einfach bei mir, dann passiert dir nichts. Es ist soweit. Beeilt euch und machen wir uns ran. Jo, also, mir nach, ich kenne eine Abkürzung, sozusagen. Das meiste hat eigentlich Miri, glaube ich, jetzt gemacht, ne? Ah ja, rechts abbiegen. Dann gleich wieder links. Und solchen Ruck tut eine Pflicht, jawohl. Ist als echt ein krasses Set. Da wollen wir lieber nicht durch. Den Rest überlasse ich euch. Hier sollte auch was haben. Bams. Der hat nicht lange gelitten. Wohin jetzt? Da lang. Das muss der Ort sein. Ich gehe zurück und hole... Nicht nötig. Wir sind da. Die Prinzessin bestand... Wir sind in sicherer Entfernung gefolgt und vorgerückt, als ihr den Weg freigemacht hattet. Von jetzt an bleiben wir zusammen. Und das ist ein Befehl. Ja. Ich stimme ihr zu. Lasst uns den Niederhain betreten. Viel Wahl hast du auch nicht, als ihr zuzustimmen, fürchte ich. Ne, Fan? Niederwurz ist eine seltene und exotische Pflanze. Man findet sie ausschließlich in Schwarzweite und auch nur dort. Nur an wenigen ausgewählten Stellen. Glücklicherweise habe ich einen umfassenden Vorrat entdeckt. Der sogenannte Niederhain im Herzen des Mitternacht-Hügelgrabs, Exarchengalis. Jo. Was denn diesen Exarchen betrifft, verweise ich nochmal auf die Folgen. 764 bis 767, da hatten wir es mit diesem Exarchen zu tun, von dem hier eben die Finden Rede war. Finden wir heraus, wo sie mit den Gramstürmen experimentieren. Ihr ehrt mich mit eurer Anwesenheit, mein Fürst. Die graue Schar, seid still und lauscht.
Dieser Gramsturm muss der größte sein, den wir je erschaffen haben, Schwester. Das ist der Anführer der Grauen Schar. Haben wir etwas aus Einsamkeit gehört? Ist alles vorbereitet? Mir wurde versichert, die Stadt ist reif für die Ernte. Gerade als Aran und Exarch Ulfra. Sollen wir den Test verschieben? Absolut nicht. Diese Jaaltümer zählen auf uns. Außerdem können wir dieser Bedrohung hier und jetzt ein Ende machen. Wir schauen uns bei den Queststatus an. Wir müssen einen passenden Platz in Niederhain finden, um Fenorians Elixier zu erproben. Ja, das ist dann wohl hinter dieser Tür, schätze ich mal. Wer wagt es, hier einzudringen? Ihr, die Mörder, die Zingales meuchelten. Und ihr gesellt euch gleich zu ihm. Unverschämte Sterbliche, ihr werdet für eure Taten büßen. Hey. Nun zum Rest von diesem Abschaum. Mein Fürst, lasst mir die Ehre, ihr Blut zu vergießen. Nun gut, Schwester. Kommt zu mir nach Kassel, sobald die Tat vollbracht ist. Also Lyris als Test. Sturm, euch das Fleisch von den Knochen reißen. Wir müssen gehen. Svana, nein! Lyris als Testperson fällt aus. Svana übernimmt den Job. Und betet, dass euer Elixier wirkt. Beschützt Svana. Das Elixier braucht Zeit, bevor seine Wirkung einsetzt. Ihr habt meinen Bruder getötet. Dafür sterbt ihr. Wirkt, das höre ich gern. Aber wie wirkt es? Ich glaube, es hat geklappt. Ich stand in einem Gramsturm und nichts ist geschehen. Fens Elixier ist ein Erfolg. Und wir haben einen weiteren Anführer der Grauen Schar ausgeschaltet. Das haben wir gut gemacht, meine Freunde. Seid ihr sicher, dass alles, dass ihr in Ordnung seid? Es hieß doch, eine Nebenwirkung könnte sein, dass sie selber zu einem Gramvollen wird, ne? Es ging mir noch nie besser. Wir müssen so viel von dem Elixier erschaffen wie möglich und es in Einsamkeit verteilen, ehe Radha al-Sarans gewaltiger Gramsturm losbricht. Ich will auch wissen, wer in der Stadt ihm hilft. Treffen wir uns im Blauen Palast. Ich treffe euch am Blauen Palast. Sobald mein Vater begreift, dass wir eine Möglichkeit haben, uns gegen die Gramstürme zu schützen, wird er uns ernst nehmen müssen. Wir sollten so schnell wie möglich in die Stadt zurückreisen. Was ist hier gerade geschehen? Ich weiß nicht, wahr? Es ging so schnell. Als wir Radha al-Saran und Exarch Ulfra stellten, setzte der Vampirfürst Lyris mit seiner Magie außer Gefecht. Als ich sie fallen sah, wusste ich, dass ich handeln musste. Der Aschefürst hat Lyris im Handumdrehen umgehauen. Dass wir dann nur noch mit der Werwölfin fertig werden mussten, war unser Glück. Das gab uns zumindest eine echte Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Als sie den Gramsturm heraufbeschwor, nahm ich das Elixier von Lyris und dachte kaum darüber nach, was ich da tue. Ich habe es einfach getrunken und stellte mich dem Sturm. Das war riskant. Da kann ich nicht widersprechen, doch jemand musste es tun. Es gab keine andere Möglichkeit. Und ich würde es wieder tun. Mein Volk zählt auf mich. Üblicherweise bin ich immer dieser jemand, der das ausbaden muss, solche Szenen, ne? So, wie sieht's denn aus? Geht zum Blauen Palast. Fenorians Elixier hat gewirkt und wir müssen zum Blauen Palast in Einsamkeit zurückkehren. Und Großkönig Svagrim wissen lassen, dass wir einen Weg gefunden haben, um die Gramstürme abzuwehren. Hallo, ich möchte eigentlich nur... Gut. Dann... porten wir direkt nach Einsamkeit. Ja. Noch knapp eine halbe Minute und die Folge ist eigentlich voll, aber ich denke, da kommt nicht mehr viel. Naja, sagen wir es mal so. Sollte da doch noch mehr kommen, als ich jetzt gerade erwarte, werde ich ungefähr an dieser Stelle schneiden. Das ist gerade der Ladebildschirm, ein sehr angenehmer Ort für einen Videobildschnitt.
Da lässt sich sehr unkompliziert machen. Sollte ich hier geschnitten haben... Oh, im Gasthof kann ich mich endlich entspannen. Sollte ich hier eine neue Folge aufgemacht haben und geschnitten haben, hier ist die Questbeschreibung. Großkönig Swagrim weigert sich, etwas zu unternehmen. Deshalb hat Svana entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Mit Fenorians Hilfe will sie eine Strategie entwickeln, um sich gegen die Graue Schar zu wehren. Fenorians Elixier hat gewirkt. Wir müssen zum Blauen Palast in Einsamkeit zurückkehren und Großkönig Swagrim wissen lassen, dass wir einen Weg gefunden haben, um die Grabenstürme abzuwehren. Wir sollen also zum Blauen Palast. Ich rechne zwar nicht damit, dass da noch viel kommt, wahrscheinlich nur der Questabschluss. Aber man kann es ja nicht wissen. Ja, eventuell muss ich an dieser Stelle das Video schneiden. Was? Ich kann ja den Timer mal laufen lassen, vorsichtshalber. Frisst kein Brot. Was wollt ihr? Nix. Sprecht mit Großkönig Swagrim. Na, der wird toben. Der sabotiert uns doch bei jeder Gelegenheit. Wir müssen etwas tun. Hütet eure Zunge, Redharm. Ich weiß genau, was ich tun muss. Ja, weil der ist ja irgendwie fremdgesteuert, ne? Unsere Feinde ziehen die Schlinge um uns immer enger und meine eigene Tochter wendet sich gegen mich. Was kommt als nächstes? Wird meine geliebte Gattin wiederkehren, um mich eines heimtückischen Verbrechens zu bezichtigen? Bringen wir es hinter uns. Erzählt mir von Svanas Wunderelixier, bevor ich euch alle hinauswerfen lasse. Das Elixier wirkt. Svana hat es selbst erprobt und einen Grabensturm widerstanden. Er wird sich ein Loch in den Bauch freuen, wenn er erfährt, dass Svana es selbst erprobt hat. Ihr repräsentiert meinen meistverhassten Feind und erwartet, dass ich ein Wort glaube, das ihr sagt? Selbst wenn ihr die Wahrheit sprecht, haben die Würmer sich bereits ins Holz gefressen und wollen mein Königreich von innen verfaulen lassen. Ich werde nicht zulassen, dass Einsamkeit und der Westen fallen. Wenn ihr uns nicht traut, dann traut wenigstens eurer Tochter. Also wenn ihr uns nicht traut, dann traut wenigstens eurer Tochter. So muss ich es betonen. Svana vertrauen? Vielleicht. Nein. Nein. Eure süßen Worte sind nur ein Widerhall meiner hartnäckigsten Feinde. Sie bieten mit einer Hand Wunder an, doch die andere hält einen vergifteten Dolch. Wir wollen nur helfen. Hilfe? Die brauche ich von euresgleichen nicht. Seid kein Narr, Vater. Dieses Elixier wird unsere Leute retten. Ich hätte nie gedacht, dass ihr das Zeug dazu habt, Tochter. Ihr übertrefft meine Erwartungen sogar. Umso bedauerlicher. Und ich will kein Wort mehr über dieses Wunderelixier hören. Vater, nein! Die Graue Schar ist mein wahrer Verbündeter. Sobald der Gramsturm Einsamkeit umfangen hat, wird mein Königreich auf ewig überdauern. Ich hätte spüren sollen. Svagrim ist ein Vampir. Svana. Nicht jetzt, Lyris, Ich muss nachdenken. Ich habe ja gesagt, der ist fremdgesteuert. Aber dass er ein Vampir ist, das überrascht mich jetzt auch. Ich dachte, der war einfach nur unter einer Art Hypnose. Svagrim ist ein Bastard, aber König Jorun glaubte, er würde nur die besten Absichten für sein Volk hegen. Offenkundig hat sich da etwas geändert. Und dass Einsamkeit nun auch noch zum Ziel eines gewaltigen Gramsturms geworden ist, hat die Lage nur noch vertrackter gemacht. Mit der Hilfe von Svagrim könnte die Graue Schar bereits soweit sein, ihren Gramsturm zu beschwören. Es steht alles nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick wirkt. Wir haben ein Elixier erschaffen. Das dürfte der beste Weg sein, um die Leute vor dem Gramsturm zu schützen. Wir müssen es nur verteilen. Nehmt in der Zwischenzeit erst einmal dies. Es mag nicht viel sein, doch ihr habt es euch verdient. Naja, ich meine, wir haben genügend Zeugen, dass wir den Leuten glaubhaft machen können, was hier gerade vor sich geht und dass der Großkönig ein Vampir ist. Damit dürften alle Befehle an seine Garnison hinfällig sein und wir dürften dieses Arkai-Elixier mühelos bekommen, nehme ich mal an. So, Teil des Sets Giftschlag. Das habe ich auch schon getestet. Das funktioniert recht gut, kann ich bedingt empfehlen, aber
Das Seuchenbruch, was ich gerade verwende, ist krasser. Quest abschließen. Vater, wie konntet ihr nur? Jo, den Dialog nehmen wir in die Fortsetzung der Storyline in der Zukunft vor. Das mache ich jetzt nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.